Hallo YouTube, hallo Welt. Mal ganz kurz, ich bin gerade dabei, der Wasserpumpe zu wechseln, wollte mal ganz kurz noch was dazu sagen. Lichtmaschine und so müsst ihr alles bauen, den Rollenriemen runterrubben. Dann sitzt die Lichtmaschine hier drin. Zumindest bei der 1,8er Maschine, bei der 1,4er hier oben. Also hier so in dem Bereich, da hat er keinen Zahnriemen, sondern Steuerkette. Und da habt ihr bei der alten hier, sieht man das? So rum wäre es eingebaut. Ja. Und da habt ihr jetzt die Unterseite, wo die Entlüftung von der Pumpe ist. Dort kommt das Wasser raus. Sieht man ja hier das Braune. Das ist der Simmerring, der da kaputt ist. Auseinandernehmen kann man es leider nicht, weil das hier drüben eingepresst ist. Das ganze Zeug. Das ist eigentlich auch wenig Aufwand. Das sind ein paar Schrauben. Muss man kurz zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Schrauben ist so 9. Was die Wasserpumpe zuhält, die macht einfach so, sie unten. Und wichtig ist, dass er die Dichtfläche mit dem Stemmeisen oder was auf jeden Fall mit dem Schaber richtig sauber macht. Sonst kann das nicht mehr dichten und ihr habt das Problem wieder, dass echt Wasser abhaut. Und wie euch das auffällt, ist, wenn ihr jetzt eine Weile so 2, 3 Minuten fahrt und ihr habt schon 70 Grad oder annähernd 70 Grad im Innenraum, also Temperatur. Das ist der zweite Strich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also dort, wo 70 Grad ist. Gut. Das war's schon. Ach so, noch was? Um an die Schrauben hier ranzukommen, das sind die drei unteren hier, dann müsst ihr das rechte Vorderrad abschrauben. Und ganz wichtig, was ich noch sagen will, muss, Licht, haben wir hier, nehmt euch Zeit und baut ein Holz drunter, damit das Auto richtig steht. Das steht jetzt hier, muss ich mal so machen. Hier ist noch zur Not, also zur Sicherheit. Da ist er aber ein bisschen entspannt. Und da steht hier wirklich auf dem Holz. Hört man ja auch. Ne? Okay. Nächsteres, hier haben wir nochmal die Verschleißanzeige von der Bremse. Die ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr drin. Und ist auch nicht ausgeklappert hier oder so. Ne? Man sieht's, nicht ausgeklappert. Hängt alles da, wo es sein soll, funktioniert. Na dann, bis später. So, nochmal ganz kurz den Nachtrag. Ich halte mal die Kamera so, ich bin jetzt mit sauber machen fertig. So sollte das dann ungefähr aussehen. Und bei der Wasserpumpe, da habt ihr, ich gehe mal hier auf die Ansaugbrücke. Da habt ihr jetzt hier eine Schraube, das wäre jetzt unten, und zwar die hinten dran. Und zwar ist es so eingebaut, so, und das ist die hintere. Na, man sieht's. Unten, die ganz hinten dran. Die kriegt ihr nicht raus. Die müsst ihr vorn, bevor ihr das Rad wieder reinbaut, ja, die kriege ich jetzt nicht raus. Also, da müsst ihr das Rad, wenn ihr die neue dann habt, erst die Schraube rein und dann das Rad festziehen. Okay, sonst fehlt die dann. Und es soll nicht sein, du. Gut.